Na dann zeig mal her. Was ich gerettet habe? Hä? Ach hier, der Blumenbeet oder was? Das habe ich doch nicht gerettet. Hier, das ist es, was ich dir zeigen wollte. Das ist ein, naja, sagen wir, es ist ein im Entstehen befindliches Wunder. Schließlich brauchen selbst Wunder ihre Zeit. Weißt du, eine gute Fee zu sein bedeutet nicht nur zu zaubern. Manche Dinge muss man auch ohne Zauberstab schaffen. Und dank dir, Joichen, können wir ihn nun von den Flammen beschützen. Sehr gern geschehen. Was ist das eigentlich? Ich rate mal, ist das ein Kürbis? Du möchtest dir sichern, das möchte ich dir nicht verraten. Die Lösung musst du selbst erwarten. Und hier ist ein Geschenk für dich, weil du so nett bist, versteht sich. Und damit verabschiede ich mich, Joichen. Wir sehen uns bald wieder. Du warst ja so hilfsbereit. So, dann lass uns mal abhängen, gute Fee. Dann kann ich mit dir noch ein bisschen das Level noch aufholen. Was ist denn? Level 4, okay. Sollte eigentlich wieder relativ schnell gehen. Ich brauche ja jetzt noch das Sumpfmilchkraut. Welches wollte sie da haben? Lila und blau. Okay. Dann gehen wir doch mal gerade in die Licht zur Lichtung des Vertrauens. Lalagadula, Menschikabula, Bipidi-Bappidi-Bu. Fühlt sich zusammen und was kommt heraus? Bipidi-Bappidi-Bu. Ach ja, Cinderella. Ach, war das ein schöner Film. Aber irgendwie steht hier, ist schon wieder so viel Nachtdorne. Weg damit. So, blaues hätte ich einmal. Jetzt brauche ich noch einmal das lilane. Irgendwie geht Bibidi-Babidi-Bu auch immer so schnell rein ins Ohr. Es ist unglaublich. Oh! Eine Erinnerung! Oder? Ja! Aus Toy Story. Und hier ist das lilafarbene. Ja, wunderbar. So, gute Fee, ich habe da etwas für dich. So, schon mal Level 3. Nicht schlecht. Ein Rankenmuster. Schön, schön. Und dann noch lila farbenes Sumpfmilchkraut für dich. Gut. Noch ein kleines Stück und dann ist sie auch schon Level 4. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Liegt dir immer noch ein Ei? Warum liegen hier immer noch diese Ostereier? Hätte man die nicht schon mal wegpacken können? So, keine Ahnung. Ist ja doch schon eine Weile her, dass Ostern war. So. Erstmal wieder ein bisschen sammeln. Das geht jetzt ja noch Gott sei Dank schnell. Dann machen wir noch diese Quest für heute. Und dann muss ich, glaube ich, immer wieder ein bisschen leveln, damit es mit der guten Fee weiter vorangeht. Schade eigentlich nur, dass es jetzt nur eine einzige Person ist, die wir jetzt bekommen haben. Und nicht zwei. Aber gut. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwie was. Außerdem gibt es ja immer noch die Möglichkeit hier, den Sternenpfad zu machen. Den lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Und natürlich kommen jetzt auch wieder die Folgen mit Dreamlight Valley immer im Wechsel mit The Witcher. Am Abend. Das hätte ich, glaube ich, am Anfang schon erwähnen sollen, aber ich habe das irgendwie, glaube ich, ein bisschen vergessen. Da kam das Vergessen schon wieder durch, seht ihr? Ach ja. Das werdet ihr dann ja schon sehen.
Und Level... Hier, Buggy. 500 Sternenmünzen. Sehr schön. So, gute Fee. Wo sind sie? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wo ist sie? Hallo? Gute Fee. Da. Hier sind auch schon wieder so viele Korallen. Ich hab mal wieder das Tal schändlich vernachlässigt. Muss ich nachher erstmal hier ordentlich aufräumen. Was habe ich dann nur damit gemacht? Es ist nicht in meiner Tasche und auch nicht in meinem Ärmel. Wo könnte es nur sein? Ach, Juichen, du kommst genau im richtigen Moment. Wärst du so lieb, mir dabei zu helfen, ein paar Wünsche zu erfüllen? Klar! Wunderbar. Es bringt mich ein bisschen in Verlegenheit, aber ich kann ein Buch, das Merlin mir geliehen hat, einfach nicht finden. Er hat nach seinem Buch gefragt, aber man könnte meinen, es hätte Beine bekommen und sei davongerannt. Das ist natürlich nur ein Scherz, obwohl man bei Merlins Büchern ja nie genau weiß. Wo war es nochmal? Ach ja, einige Dorfbewohner warten auf meine Hilfe. Könntest du das für mich übernehmen, während ich Merlins Buch suche? Sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, vielen Dank. Es ist nicht kompliziert. Du solltest keine Schwierigkeiten haben, diese Wünsche zu erfüllen. Anna fühlt sich ein bisschen krank. Ein bisschen Kürbissuppe sollte ihr wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm dieses Rezept. Habe ich schon, aber danke. Und wer war das noch? Oh, Ursula braucht Amethysten und der knuddelige Olaf einen Stapel Stöcke. Okay, verstanden. Danke sehr, meine Liebe. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Buch. Warte kurz, gute Fee. Ich mache gerade noch ein Foto mit dir. Ne? Warte. So. Ah, das sieht blöd aus. Das ist besser. Alles klar. Kommst mir ja eh hinterher, gute Fee. Oh, ein neues Möbelstück. Schön, schön. So. Hier habe ich alles ein kleines bisschen schändlicher behandelt. Ein Glück wurde diese Kugel hier nicht noch... Nee, wie war das mit der Kugel nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. September hat es damit angefangen. Und ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie das damit angefangen hat. 100 Stöcke für Olaf. Halleluja. Das ist eine Menge. 100 Stöcke. Olaf, was willst du mit so viel Stöcken? Habe ich denn überhaupt so viele? Oh, ja. Na, Gott sei Dank. Kannst du froh sein, Olaf? 3 Amethysten für Ursula. Und eine Kürbissuppe für Anna. Eine Kürbissuppe. Wo haben wir sie denn? Ne, da ist sie nicht. Da muss sie hier wahrscheinlich drin sein. Kürbissuppe. Kürbisrollen, Kürbissuppe. Sehr schön. Bringen etwas Kürbissuppe zu Anna, die Stöcke zu Olaf, die Amethysten zu Ursula. Also dann, wo sind denn die Leutchens? Und mehr Dreamlight. Altkarte. Ursula ist da. Olaf und Anna sind da. Okay. Dann laufe ich zu den beiden, denn die beiden stehen enger zusammen. Und Ursula kann ich dann ja auch noch finden. So, was ist hier? Die Kugel wurde ja schon in das Vergessen gezogen. Haben wir aber Gott sei Dank mit Hilfe von Donald wieder gefunden. Daran kann ich mich tatsächlich nur wieder erinnern. Und wie viel? 50 Münzen. Ja, moin. Und da ist noch eine Truhe, meine Herren.
Und Eisklötze. Naja, obwohl Schneekugeln habe ich ja auch schon, oder Schneebälle habe ich ja auch schon wieder verloren. Also kommen die mir auch gerade wieder ein bisschen recht. Ich glaube, wir haben hier einen Helden. So, der Große hier versperrt den Eingang. Kommt weg. So. So, Olaf, Anna. Hey, hier drüben. Bitteschön, Anna. Oh, Oh, Jürchen. Vielen, vielen Dank. Achso, sie ist bestimmt krank. Also, ne? Vielen Dank. Hatschi. Ist alles in Ordnung? Du klingst etwas seltsam. Gern geschehen. Du klingst etwas seltsam. Ich weiß. Ja. Ich war gerade auf einem Picknick mit Hülshoff, als der Sonnenschauer auf der gute Fee plötzlich nachließ. Ich wusste mich wohl erkältet haben. Nach dieser Kürbissuppe geht es mir sicher gleich wieder besser. Ja. Und nochmals vielen Dank. Wie süß. Oh, danke. So, Olaf. Also, 99 und der noch. Na. Was willst du mit 100 Stöcken, Olaf? Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Viele Stücke sind die alle für mich? Oh, danke, Julchen. Freut mich, dass du dich freust. Wofür brauchst du die ganzen Stöcke? Ja, das will ich jetzt auch gerade wissen. Lass dich vor Freude nicht ins Stocken bringen. Oh wow, der war flach. Mhm. Für ein unheimlich geheimes Geheimnis. Ich kann es noch niemandem verraten, nicht einmal dir. Nochmals danke. Auf Wiedersehen. Oh Mann, Olaf. Wofür? Ich will das wissen. So viele Stöcke habe ich jetzt in der letzten Zeit gesammelt und jetzt habe ich die alle Olaf gegeben. Ach, guck mal. Die Blumen sind wieder so farbig, wie sie farbig sein sollten. Vorher waren sie ja alle nur rot. Jetzt sind sie alle wieder grün, schwarz, blau. Schön. Freue ich mich. So. Ursula, wo bist du? Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Ursula. Ursula? Bin ich blind? Eigentlich ist sie doch jetzt markiert. Ich sehe sie nicht. Wo ist denn jetzt Ursula hin? Hä? Ach da, jetzt. Aha. So. Bevor du mir gleich wieder abhaust. Alte Meerhexe. Bleib da. Ich komme zu dir. Und wehe, du verschwindest gleich wieder. Dieser Dreamlight-Baum. Oh, Sola, komm her. Bitte schön, die Ohren mit Tüsten. Oh, du bist es. Julchen, mit meinen Amethysten, wie ich sehe. Die gute Fee bestand darauf, mir etwas zu schenken, das mir gefallen würde, und sie verlangte keine Gegenleistung. So eine Närrin. Wie nett von dir, dass du sie mir bringst, Fischlein. Das war's? Okay. Na schön. Oh. Julchen, ich habe mir sagen lassen, dass du eine wunderbare Aushilfsfee bist. Mm. Vielen Dank für deine Hilfe, meine Liebe. Aber ich konnte Merlins Buch immer noch nicht finden. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen könnte. Wann hast du das letzte Mal, gesehen? Wo hast du bisher gesucht? Vielleicht hat Merlin es sich zurückgeholt und erlaubt sich einen Scherz mit dir. Das war vor 2 Tagen. Ich habe vor dem Einschlafen darin gelesen.
Ich weiß, dass es weder auf dem Hauptplatz ist, noch am Strand, noch an meinem Lieblingsort des vergessenen Landes. Und Merlin hätte es sich nicht zurückgeholt, ohne mir Bescheid zu sagen. Seine Bücher sind ihm sehr wichtig. Er erlaubt mir nicht einmal, sie nach Farben zu sortieren. Ich fürchte, es ist ganz einfach verschwunden. Moment mal, du hast noch nicht in deinem Haus gesucht? Mein Haus? Oh meine Güte. Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das muss ich vergessen haben. Keine Sorge, ich gehe für dich nachsehen. Oh Mann. Naja, die gute Fee hatte ja auch... Oh! Sie hatte ja auch tatsächlich vergessen, wo ihr Zauberstab war. Also, wundert mich da gar nichts. Naja, ich weiß nicht, das vergessene Tal oder Land ist hier immer noch ein bisschen düster und traurig. Ist hier... Wer ist hier durchmaracht? Und, lass mich wetten, im letzten ist es gerade wieder, oder? Ja. Was sag ich? Oh! Du hast es gefunden, Ujuchen. Du bist einfach wundervoll. Jetzt muss ich nur noch auf den richtigen Moment warten, um es zurückzugeben. Ich will Merlin nicht bei seinen Experimenten stören, weißt du? Manchmal explodiert dabei etwas oder wird in eine Kröte verwandelt. Ja, das wäre nicht so schön. Wie wär's, wenn ich das Buch nehme und es leise ins Regal zurückstelle? Das wäre nett von dir, meine Liebe. Vielen Dank. Ja, gute Fee. Dann bringen wir das gerade mal zurück ins Haus von Merlin. Und ich glaube, dann wieder Level 7 und dann wieder Level 10 sind die nächsten Schritte dann. Würde ich fast meinen. Hallo Merlin, ich habe nicht dein Buch dabei. Nein, nein. Würde mir im Traum nicht einfallen. So. Hier also, okay. Na. Ich kann hier nicht interagieren. Woanders kann ich es jetzt nicht hinpacken. Noch nicht mal hier drauf. Ah, jetzt geht es. Muss man ja fast schon die Nase reinstecken in das Bücherregal. Oh, danke sehr, meine Liebe. Na dann, ich muss mich um die Wünsche der Dorfbewohner kümmern. Es ist fast an der Zeit, dass ich mich um mein Geschenk für dich kümmere. Wir sehen uns sicher bald wieder, Julchen. Okay. Und, was sag ich? Level 7. Gut. Das wird jetzt doch wieder eine Weile dauern. Wobei, ich glaube, nicht allzu lange. So ein, zwei Tage, glaube ich. Wenn ich mich mit der guten Fee andauernd hier aufhalte und alles wieder hübsch und ordentlich mache, dann wird das schon. Genau. Ich würde sagen, wir haben doch jetzt eine Menge über das Vergessen gelernt und werden wahrscheinlich noch mehr herausfinden. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Aufnahme. Auf jeden Fall, es ist schön, wieder im Dreamlight Valley zu sein und wieder hier Abenteuer zu erleben. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Erik ist da hinten und flötet bis hier drüben. Wie laut ist seine Flöte, ey. Halleluja. Entschuldigung, ich komme gerade vom Thema weg. Ich wollte mich gerade verabschieden. Ja. Ich hau ab. Ich laufe wieder nach Hause. Auf jeden Fall danke ich euch allen fürs Zuschauen. Und hier nochmal an der Stelle ist es jetzt gerade heute ja der 7.6.
was gerade aktuell auf meinem Account oder auf meinem Kanal los ist, ist ja der helle Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Abonnenten auf meinen Kanal treibt. Dafür bin ich euch unglaublich dankbar. Vielen, vielen Dank dafür. Und nehme es selbst nicht als selbstverständlich. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die ganzen Abonnenten. Vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und die Likes. Und ja, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play oder hier in Dreamlight Valley wieder. Und dann sage ich jetzt ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.